sehr viel besser aus. Aber jetzt geht's weiter. Auch wenn ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr weiß, wohin. Achso, ja. Komm mit. Ich habe genug duelliert. Auf zum Kräuterkundeunterricht. Lernen wir die Finn... Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich hasse die Defindo-Herausforderung. Habe ich das mal erwähnt? Ich hasse sie. Hallo. Flipendo. Ich habe ja gesagt, ich weiß verdammt viel von dem Game hier. Hier auf den Hogwarts-Ländereien gibt es 8 Geheimnisse und wir haben momentan 3. Noch 5 davon. Und noch eine hiervon, bitches. Nix hier Alkohol, Harry. Nee, nee. Hui. Wie viel Uhr haben wir? Oh Gott. Schon 21 Uhr oder so. Wie lange nehme ich denn schon auf? Oh mein Gott. Ich habe aber viel zu rendern heute. Yay! Jetzt kann mich keiner mehr besiegen, bitches. Wer wissen will, womit ich gerade aufnehme, nicht mit DxStory, sondern mit Frapse gerade. Willkommen zum Kräuterkundeunterricht. Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, ich bin Professor Sprout. Lasst uns direkt anfangen. Heute lernt ihr den Abtrennzauber Defindo. Harry Potter, würdest du dich bitte vor die Klasse... So, den restlichen Gedöns kennen wir ja alles schon. Ich soll hier richte nur... deinen Blick jetzt gen... Alter, genau, komm, ich weiß doch schon, wie es geht. Vor dir, Harry. Siehst du den Zauberstab? Ja. Er zeichnet die Form des Symbols nach. Weiß ich. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Der Zauberstab! Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Du musst jede Übung exakt ausführen, um fortfahren zu können. Bist du bereit? Ayo, Daddy. Übung 1. Fang an. Fung an. Bam, bam. Dun, dun, dun. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 5 Punkte für Gryffindor. Übung 2. Fang an. Ja, meine Hand. Holy, nein, nein, hey. Mach weiter. Geil. Oh. Mach weiter, Harry. Du bist wirklich ein talentierter Zauberer. Ich weiß. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. Wehe, nur 10 5. Punkte für Gryffindor. Also, geil. Übung 3. Fang an. Gut gemacht. Du hast alle Übungen hervorragend abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Hui. Du beherrschst nun die Findo, Harry. Die Saat für einen großen Zauberer wurde gelegt. Nun wollen wir mit der Defindo-Herausforderung fortfahren. Ja, ist okay. Dann bring mich mal zu der Herausforderung, du blöde Kuh. Oh Gott. Willkommen zur Defindo-Herausforderung, Harry. Möchtest du die Herausforderung erfolgreich beenden, musst du den Stern der Vollkommenheit finden. Er befindet sich in einem Gang über dir. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf 0, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle... Ich weiß. So, bevor die uns noch weiter tot quatscht. Ach, endlich. So, wie ihr seht, ist die Zeit dieses Mal sehr viel knapper. Und in hier kann man auch noch so viel machen. Oh. Aber ich finde die Aufgabe wirklich sehr schön.
Übrigens, wir haben... Oh, davon gar nichts. Oh, geil. Aber sollten wir verletzt werden, können wir einfach die Leertaste... Nee, nicht Leertaste, sondern keine Ahnung was. Aha! Aha! So. Oh, geil. Dum, 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 dum. Oh mein Gott, da ist die Snecke. Haha! Alter. Okay. Ay, caramba. Amnesia oder so kann ich leider nicht aufnehmen. Hehe. Da meint mein Lüfter, nö, mach ich nicht. Aber, naja, komm. Dann kriege ich wenigstens hier in den Ferien wenigstens mal einige Nostalgie-Spiele fertig. Das ist ja auch schon... Aua! Blöde Kuh. Zwei von 11 Geheimnisse. 4 davon, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mit Defindo kannst du außerdem Seile durchschneiden, sodass Gegenstände herunterfallen. Schon geil. Ja, ich weiß. Haha, volle Leben. Hund. Ruhrklumppilze sondern Giftgas ab, Harry. Gehe ihnen aus dem Weg oder verwende Defindo, um die Stiele abzutrennen. Also mit Vorsprung war da jetzt nicht wirklich viel. Defendo! 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 Sag mal, bin ich eigentlich behindert? Defendo! Und zwar essen die, Gnome das alles auf. Ja, die essen das. Alter, was mache ich mir denn so eine Arbeit? Und da kommt raus... Hallo. Wie der einfach genauso aussieht wie im ersten Teil. Finde ich alles sehr schön. Oder sie waren einfach zu faul. Wenn du den oberen Teil eines Hochklumppilzes vom Stiel abgetrennt hast, kannst du damit werfen. Was fällt dir eigentlich ein? Dachten die im Ernst, das fällt mir nicht auf. Okay, achso, das sollte mir sogar auffallen. Sogar ganz dringend. Alter. Baton. Schon 1698, 99. 100 Pitches. Yo. Sterne haben wir 3 von 14, auch gut. Okay, weiter geht's. Stachelpflanzen feuern ihre Stacheln auf dich ab, sobald du ihnen zu nahe kommst. Halte dich von ihnen fern oder verwende die Fibo, um die Stiele zu trennen. Nehmen wir gleich erstmal nach oben. Hauptsache uns Spielern wird möglichst viel Zeit weggenommen, oder?